Dear ladies and gentlemen, Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist John Kettler und zusammen mit meinem Team haben wir den virtuellen Hub atomondo entwickelt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die kerntechnische Gemeinschaft zu unterstützen, in Gesprächen mit unseren internationalen Partnern aus den USA, aus Großbritannien, Frankreich, Südkorea, Belgien, haben wir gemerkt, dass es einen Bedarf gibt für einen zentralen Ort des Austauschs, einem Hub für die Vernetzung, für die Kommunikation und um im Bereich der Kerntechnik neueste Entwicklungen zu präsentieren. Sie können diesen Hub für Ihre Ziele einsetzen, zum Beispiel, falls Sie es nutzen wollen, für Ihre eigenen Workshops, für Ihre eigenen Schulungen oder Konferenzen. Sie können aber auch an unseren Veranstaltungen teilnehmen, die wir hier durchführen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren oder über Ihre Projekte zu informieren. Und Besucher des Hub können ganz einfach darauf zugreifen. Wir berücksichtigen natürlich alle Fragen des Datenschutzes. Dieses Hub stellt somit einen neuen Weg der Kommunikation dar mit dem Ziel, die kerntechnische Gemeinschaft zu vernetzen und Firmen bei der Digitalisierung und auch der CO2-Einsparung zu unterstützen. Machen wir also einen Spaziergang und schauen einmal, welche Möglichkeiten das Hub bietet. Als Auftaktveranstaltung werden wir hier die DECON-Konferenz abhalten. DECON ist eine internationale Konferenz über die Stilllegung von Kernkraftwerken, die vom 16. bis 19. November dieses Jahres auf unserem Hub stattfinden wird. Wir führen diese Veranstaltung zusammen mit unseren Partnern durch, KEPCO ENC und CARB aus Südkorea. Und deshalb möchte ich die DECON jetzt nutzen, um mit Ihnen einmal durchs Hub zu gehen. Weitere Informationen zur DECON-Konferenz finden Sie auf unserer Website nukedecon.com. Sie können sich das Infomaterial, Informationen für Sponsoren und Aussteller herunterladen, die Guideline für die Poster-Session und weitere Informationen zur Veranstaltung. Bitte folgen Sie uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen YouTube und LinkedIn, wo wir jetzt auch beginnen werden, Webinare mit Experten aus dem kerntechnischen Bereich anzubieten und Informationen in Bezug auf unsere Ziele veröffentlichen. Bleiben Sie also in Kontakt und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei Ihren Zielsetzungen. And I wish you all the best and much success in your mission. Yeah. Bye bye.